Leckere Pilze in jeder Gartenecke. Davon träumt unsere Redakteurin Dorte Stünzner. Und endlich ist auch ihr erstes Pilzpaket da. Der Absender sagt ihr allerdings nichts. Vielleicht findet sich ja drinnen ein Anhaltspunkt. Eine Anleitung liegt auch nicht bei und die Aufschrift auf der Pilzbrut ist unverständlich. Das macht nicht so richtig Laune. Ein Blick ins Internet klärt auf. Im Paket sind Braunkappen von den Tiroler Glückspilzen und Dorte hat vergessen, noch 3 Säcke Holzspäne zu bestellen, die sie als Substrat braucht. Jetzt ist alles angekommen und sie kann endlich loslegen. Eine Grube ist schon ausgehoben, zuunterst kommt Pappe und darauf die Hälfte der Buchenspäne. Nun muss sie alles gut anfeuchten und dann erstmal ruhig durchatmen. Denn die Pilzbrut will sie in Muße verteilen, möglichst gleichmäßig in kleinen Stücken auf dem ganzen Beet. Damit die Schnecken nicht alles wegfressen, wird das Beet umzäunt. Allerdings bricht dieser Zaun dabei gleich an 2 Stellen. Er hat den Praxistest nicht bestanden. Nun noch alles mit Rindenmulch abdecken und das erste Beet ist fertig. Paket Nummer 2. Haflicks Waldgartenpilzkultur. Eine ausführliche Anleitung liegt bei, die Austernpilzkultur ist beschriftet und sogar das Substrat wird mitgeliefert. Die Holzspäne kommen in einen Eimer und werden mit heißem Wasser übergossen, damit sie aufquellen und Keime absterben. Die Späne müssen dann aber wieder abkühlen, denn die Pilze vertragen keine hohen Temperaturen. Weiter geht's nach dem bekannten Ablauf. Erst Substrat, dann die Pilzbrut und nachher alles abdecken. Auch das dritte Paket benötigt Wasser. Die Pio-Pino-Pilze von Pilzmännchen wachsen auf Stroh, das mit viel heißem Wasser angefeuchtet werden soll. Auch hier muss das Substrat auf etwa 20 Grad abkühlen, bevor es mit sauberen Händen beimpft werden kann. Schließlich durchmischt Dorte alles nochmal und dann heißt es warten. Ein halbes Jahr später wartet Dorte immer noch. Bei keinem der 3 Ansätze ist bislang ein Pilz gewachsen. Gähnende Leere zwischen den Schneckenzäunen. Nur bei den Tiroler Glückspilzen wächst seit ein paar Tagen was. Das sieht aber nicht nach Braunkappen aus.